in dieser Zeit unserer Freiheit ein großes Stück beraubt, sind wir zurückgeworfen auf unser Zuhause und das Wesentliche in unserem Leben. Unser Zuhause ist ein Ort der Heimat, der Sicherheit und der Zuversicht. Und auch dort suchen und finden wir Jesus Christus, den Auferstandenen. Herzlich willkommen zu unserem virtuellen Abendlob in der Osterzeit. Von Zuhause für Zuhause. Zuversicht war es, was die Jünger nach Ostern lernen mussten. Und zuversichtlich dürfen auch wir Gott um seine Hilfe bitten. O Gott, komm mir zur Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Wir sagen dir Dank, allmächtiger Gott, denn du bist gut. Du hast Sonne und Mond und die Gestirne geschaffen. Sie sind uns Segen und Hilfe mit ihrem Licht. Zuversichtlich kommen wir beim Sinken der Sonne zu dir, um dir zu danken für deine Güte und Barmherzigkeit, mit der du uns nicht verlässt. Kehre ein in unser Haus und bewahre und beschütze uns. Auch in unseren dunklen Tagen bist du bei uns durch deinen Sohn Jesus Christus, der die Nacht des Todes durchschritten hat und in deinem Licht mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. Amen. Stummen wir denn an?
Jesus, meine Zuversicht und mein Heiland, du bist in meinem Leben. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da meine ich, nichts mehr tun zu können. Ich sehe keine Möglichkeiten mehr, etwas zum Positiven hin zu verändern. Ich vergrabe mich in Gedanken nach hinten und sage, hätte ich doch. Ich bin dabei, an mir selber zu zweifeln und glaube an keine Hilfe mehr. Alles krankt und seufzt, Schwachheit und Angst bestimmen mich. Wie festgenagelt fühle ich mich. Damals war auch einer festgenagelt. Und dann kam unerwartet, frisch und herrlich, der helle Ostermorgen mit der aufrichtenden Kraft, die mit ihm allen bis zum heutigen Tag unter die Arme greift, auch mir. Jesus, bleibe meine Zuversicht. Mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Dringen Frevler auf mich an, um mich zu verschlingen. Meine Bedränger und Feinde, sie müssen straucheln und fallen. Mag ein Heer mich belagern, mein Herz wird nicht verzagen. Mag Krieg gegen mich toben, ich bleibe dennoch voll Zuversicht. Nur eines erbitte ich vom Herrn, danach verlangt mich. Im Haus des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens. Die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Denn er birgt mich in seinem Haus am Tag des Unheils. Er beschirmt mich im Schutz seines Zeltes. Er hebt mich auf einen Felsen empor. Nun kann ich mein Haupt erheben über die Feinde, die mich umringen. Ich will Opfer darbringen in seinem Zelt, Opfer mit Jubel. Dem Herrn will ich singen und spielen. Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg nicht dein Gesicht vor mir, weise deinen Knecht im Zorn nicht ab. Du wurdest meine Hilfe.
Verstoß mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heiles. Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, der Herr nimmt mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg. Leite mich auf ebener Bahn, trotz meiner Feinde. Gib mich nicht meinen gierigen Gegnern preis. Denn falsche Zeugen stehen gegen mich auf und wüten. Ich aber bin gewiss zu schauen. Die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn und sei stark. Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Apostelgeschichte. Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Wort des lebendigen Gottes.
alle haben in den letzten Wochen viel erlebt, das die Welt und auch unsere kleine Welt aus der Bahn geworfen hat. Viel ist uns durch den Kopf gegangen. Die Informationen und auch die Fake News überschwemmten uns förmlich und wir hatten Mühe, uns noch zurechtzufinden. Selbst das Osterfest war ein anderes. Was kann uns da noch halten? Alle unsere Sorgen und Nöte und auch unseren Dank dürfen wir in Stille vor Gott bringen. Du Gott, sei bei uns in unserer Mitte. Schließt, wenn wir uns verirrt haben. Zuversichtlich dürfen wir zu dir beten, wie dein Sohn es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hinein. Mit der Nähe der Liebe unseres Gottes in die heutige Nacht. Das abendlose Licht möge unsere Herzen stark machen, in der Liebe und auch in der Freude, dass es morgen wieder einen neuen Tag gibt und wir von Gott herausgeführt werden in das Licht des Lebens. Es möge jenen leuchten, die es schwer haben, die wir mit hereinnehmen in unser Abendlob. Für uns selber und für die ganze Welt lasst uns beten. Gott, erneuere uns durch die Ruhe der Nacht und mache uns umso eifriger in deinem Dienst, wenn wir morgen wieder einen neuen Tag von dir geschenkt bekommen.
der du lebst und wirkst in alle Ewigkeit. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.